Hi Leute, das ist ein kurzes Infovideo zum Let's Test Unknown. Bei Let's Test Unknown werde ich euch eher unbekanntere Spiele einmal vorstellen und euch ein bisschen was dazu erzählen und am Ende eine Bewertung dazu abgeben. Ich werde höchstwahrscheinlich erstmal ein Gameplay im Hintergrund laufen lassen und nebenbei ein paar Infos über das Spiel geben, wer es hergestellt hat, wo man es bekommen kann und so weiter. So, dann fange ich auch gleich mal an mit der Bewertung. Die Bewertung setzt sich zusammen aus 6 Kriterien. Einmal der Steuerung, also ob das sich gut zu steuern lässt oder so. Dann der Grafik, ob es eher hochwertige Grafik ist oder verpixelte Grafik. Also es gibt natürlich auch Spiele, da ist es gewollt, verpixelte Grafik zu haben. Da werde ich dann natürlich Rücksicht nehmen. Dann die Länge des Spiels, also ja, wie es schon sagt, Länge halt, ob es eher lang oder kurz ist. Dann als 4. die Story, ob die eher interessant geschrieben ist oder ob die ganze Zeit nur das Gleiche gemacht wird. Und als 4. haben wir den Sound, also ob es da Musik gibt oder ob das ganze Spiel nur stumm ist, ob zum Beispiel, wenn NPCs oder so reden, ob das dann auch vertont ist oder ob man das alles nur liest. Und als 3. haben wir das Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings werden die meisten Spiele wahrscheinlich kostenlos sein, daher wird das Preis-Leistungs-Verhältnis entweder aus der Kategorie rausgenommen, aus der Bewertung, oder es wird halt immer ziemlich gut bewertet. Dann komme ich auch schon zum Punktesystem. Es wird 10 Punkte pro Kriterium geben. Also als Beispiel zum Beispiel für die Story dann 6 von 10 Punkten. Das heißt dann, dass es maximal 60 Punkte zu erreichen gibt. Dann werde ich am Ende noch eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille verteilen. Oder halt gar keine Medaille, wenn es halt nicht so gute Bewertung hat. Die Goldmedaille würde dann von 60 bis 51 Punkten gehen. Die Silber von 50 bis 41 Punkten und die Bronzemedaille von 40 bis 31 Punkten. Allerdings schreibe ich euch das nochmal in die Videobeschreibung, damit ihr das nicht so vergisst.